Hallo zusammen. Das erste Video nach den Corona-Lockerungen, sage ich mal. Da will ich aber auch nicht weiter drauf eingehen. Da gibt es genug Videos zu. Ich bin jetzt hier oben an der Nordsee. Und zwar aktuell in Letzdorf. Letzdorf, so heißt es. Vor dieser wunderschönen Mühle am Ortsplatz, wo auch mein Bulli dort steht, auf dem einzigen Wohnmobilstellplatz, den es hier gibt. Es ist ungefähr so 15, 20 Kilometer vor der Stadt Norden am Norddeich. Und ich gehe mal davon aus, dass es hier schön ruhig ist abends. Und deswegen habe ich mich erstmal hier hingestellt und fahre in jede Richtung dann so meine kleinen Radtouren, so wie ihr es vom Meer gewohnt seid. Hier ist auf jeden Fall die Badlingsche Mühle und Ortsmitte von Letzdorf. Und zwar von 1896 ist dem. Aber ich muss jetzt erstmal schauen, was hier so die Umgebung zu bieten hat, bevor ich mich hier ein paar Tage niederlasse. Wenn ich das tue, bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das werdet ihr dann hier sehen, wenn ihr dran bleibt. Also, wenn ihr mögt, schaltet nicht ab. Leute, ist das schon schön. Die ersten paar Minuten hier so im Ort unterwegs. Macht euch selber ein Bild. Ist ein kleiner, feiner Ort. Nicht überlaufen. Und das Beste ist, jeder, der einem entgegenkommt, sagt, Moin. Bei uns in Westfalen bin ich ja einer der wenigen, der das immer sagt. Aber hier ist das üblich und die sind alle ja, super freundlich. So kann das Ganze beginnen. Aber ansonsten habe ich noch nicht ganz viel im Ort gesehen, außer schöne kleine Häuser. Ein Supermarkt, ein Fahrradladen mit Tankstelle, ein Motorradhandel. Und natürlich die Ortsfeuerwehr. Der Imker sieht für mich schon fast alles holländisch aus. Ist aber vielleicht auch platt. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ja, da geht's raus aus dem Ort. Da vorne am Ende der Straße geht's raus. Und hier ist die Volksbank, die Tankstelle und den Trecker, den ihr dort seht. Das ist schon wieder der Ortsausgang. Daher werde ich jetzt mal dann mein Täschchen packen und mal außerhalb des Ortes schauen, was jetzt so mit dem angebrochenen Tag noch los ist. Ich bin nach der Arbeit losgefahren, deswegen ganz viel wird heute nicht mehr los sein. Ja, jetzt bin ich auf dem Radweg nach Norden, der hier parallel der Hauptstraße hergeht. Es gibt bestimmt noch andere Wege. Bloß ich habe mich jetzt heute für den ersten Tag, wo ich nur so 3 Stunden vielleicht fahre, ja, 2-3 Stunden für den direkten Weg entschieden. Und ab morgen wird dann ausprobiert. Aber wir haben mittlerweile schon 15 Uhr und daher muss das reichen. Lässt sich aber gut fahren. Mit Rückenwind momentan, ist natürlich auf dem Rückweg dann wieder grenzwertiger. Es sieht aus, als wenn es bombenwarm wäre, aber das täuscht. Also ich habe schon langärmlich an, so eine Sweatjacke, weil sonst der Wind doch recht frisch ist. Wo kein Wind ist, ist sofort kuschelig warm. Tut das gut zu radeln. Vor allen Dingen so auf dem platten Land, das ist nicht ganz so anstrengend, wenn man nicht mehr so in Form ist. Da hinten sind ein paar Möwen auf dem Acker. Ich zoome mal kurz. So müsste man sie schon erkennen. Die kleinen Schreihälse. So, aber erstmal genug gefilmt. Weiter geht's gleich. Was ich persönlich jetzt auf dieser Strecke eigentlich ganz schön finde, dass überall diese Wasserwege sind und man anhand der Farbe auch gut erkennen kann, dass das doch größtenteils alles Moorlandschaften sind oder waren. Ansonsten der Lärm hier an der B72 ist jetzt suboptimal zum Fahren und zum Filmen. Und mittlerweile habe ich auch Gegenwind.
aber hier diese kleinen Wasserläufe wollte ich euch eben zeigen. Ja, und hier ist das Ortsschild Norden. Da stand Hotelroute und ich glaube historischer Stadtkern. Das schaue ich mir mal als erstes an. Hier beim Bahnhof Norden hat man auch so einen schönen Blick auf diese Mühle. Na, gerade ein bisschen versperrt. Aber dort auf der Seite ist auch noch eine, sehe ich gerade. Das hat schon was. Also bis jetzt lohnt es sich, diese Hotelroute nachzufahren. Und hier ist sie nochmal direkt vor mir, die Deichmühle. Ja, nochmal einen schönen Blick auf die andere Mühle, die hinter diesem Kaufzentrum Nordertor ist. Aber der Wind pfeift hier schon ganz kräftig. So, und hier geht es jetzt rein Richtung Norden, Zentrum. Schön über dieses Fischgerätmuster. Die Mühlenbrücke hier. Hat schon was. Dort vorne beginnt die Fußgängerzone. Eine schnucklige kleine Fußgängerzone mit einzelnen Restaurants hier und natürlich vielen kleinen Geschäften. Ich mache mal gerade einen kleinen Abstecher. Das sah gerade von der anderen Seite sehr gut aus. Mal eben hier rein und um die Ecke gucken. Ja, so ein altes Speichergebäude, wo jetzt ein Restaurant drin ist. Schöner Außenbereich hier, so im Innenhof. Ist das nicht klasse? Ja, und von hier hat man jetzt so einen schönen Blick auf die Rückseite einer Kirche, nehme ich an. Mit so einem angrenzenden kleinen Park. Ich muss jetzt mal eben schauen, wo die Hinweisschilder stehen, aber ich denke, dass das dieser historische Markt sein wird. Ich gehe mal in die Mitte und dann schwenke ich mal. Ja, wunderschön. Dort in dem Gebäude vor mir ist die Polizei untergebracht. Das hat ja richtig was. Dort sind noch so ein paar klassische, da fahre ich gleich mal dran vorbei. Das Café am Markt, die Kirche und die Rückseite einmal hier. Das Weiße ist das Rathaus. Hier ist ein Fahrradgeschäft und Bekleidung drinne. Ein schönes Plätzchen hier, kann man nicht anders sagen. Auch die Gebäude, das Gemeindehaus hier von 1835. Hier ist jetzt der weniger touristische Teil, aber trotzdem schnucklige Häuschen. So, direkt hier vor mir ist jetzt das alte Zollhaus. Auch sehr schön zurechtgemacht. Aber was ich noch besser fand, ist dieses hier. Nützt ja nichts. Nicht alles ist abgesagt. Der Sommer nicht, die Sonne nicht, die Liebe nicht, Freundlichkeit nicht und die Hoffnung auch nicht. Da könnte man sich doch mal dran halten. So. Ich würde sagen, das war's für heute und für dieses Video. Ich muss noch ein Stück zurückfahren, bin auch ein bisschen geschafft heute. Daher würde ich sagen, macht's gut, wir sehen uns morgen, euer Markus.